Die Familie ist das Herz der Kirche. Aus diesem Herzen erhebe sich heute ein besonderer Akt der Hingabe und des Vertrauens an das Herz der Gottesmutter. Wir wollen bekennen, dass die Liebe stärker ist als die Sünde und alles Böse, das den Menschen und die Welt bedroht. Voll Demut rufen wir diese Liebe an. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter. Mit diesen Worten, die die Kirche Christi seit Jahrhunderten betet, wenden wir uns heute an dich, unsere Mutter. Darum, o Mutter der Menschen und Völker, allen und mit mütterlichem Herzen allen Kämpfen zwischen Gott und Böse, zwischen Licht und Finsternis Anteil nimmst, die unsere heutige Welt erschüttern. Höre unser Rufen, dass wir unter dem Antrieb des Heiligen Geistes direkt an dein Herz richten. Umfange mit deiner Liebe als Mutter und Magd des Herrn diese unsere Welt, die wir dir anvertrauen und weihen. Erfüllt von Sorge um das irdische und ewige Heil der Menschen und Völker. In besonderer Weise überantworten und weihen wir dir jene Menschen und Nationen, die dieser Überantwortung und Weihe besonders bedürfen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter, versmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten. Vor dir, o Mutter Christi, vor deinem unbefleckten Herzen, möchten wir uns heute zusammen mit der ganzen Kirche, mit jener Weihe vereinen, durch die dein Sohn aus Liebe zu uns sich selber dem Vater geweiht hat, indem er sprach: Für sie weihe ich mich, damit auch sie in Wahrheit geweiht seien. Wir wollen uns in dieser Weihe für die Welt und für die Menschen mit unserem Erlöser verbinden. In seinem göttlichen Herzen finden eine solche Weihe die Kraft, Verzeihung zu erlangen und Sühne zu leisten. Die Kraft dieser Weihe dauert durch alle Zeiten und umfängt alle Menschen, Völker, Nationen. Sie überwindet alles Böse, welches der Fürst der Finsternis im Herzen des Menschen und in seiner Geschichte zu wecken, vermacht und in unseren Zeiten auch tatsächlich geweckt hat. Wie tief empfinden wir das Bedürfnis nach dieser Weihe für die Menschheit und für die Welt, für unsere heutige Welt, der Weihe, die wir in Einheit mit Christus vollziehen. Das Erlösungswerk Christi muss ja durch die Kirche an die Welt vermittelt werden. Sei gepriesen über alle Geschöpfe, du Magd des Herrn, die du dem göttlichen Ruf in vollkommenster Weise folgst. Sei gegrüßt, die du mit der erlösenden Weihe deines Sohnes auf das Engste verbunden bist. Mutter der Kirche, erleuchte das Volk Gottes auf den Wegen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Erleuchte besonders die Völker, deren Weihe und Überantwortung du von uns erwartest. Hilf uns, die Weihe Christi für die gesamte Menschheitsfamilie der heutigen Welt in ganzer Wahrheit zu leben. Wenn wir dir, Mutter, die Welt, alle Menschen und Völker anvertrauen, so vertrauen wir dir auch diese Weihe der Welt an und legen sie in dein mütterliches Herz. O unbeflecktes Herz, hilf uns, die Gefahr des Bösen zu überwinden, das so leicht in den Herzen der heutigen Menschen Wurzel fasst
und dessen unermessliche Auswirkungen über dein heutigen Leben lassen und den Weg in die Zukunft zu versperren scheinen. Von Hunger und Krieg befreie uns. Von Atomkrieg, unkontrollierbarer Selbstzerstörung und jeder Art des Krieges. Befreie uns. Von den Sünden gegen das Leben des Menschen von seinen Anfängen an. Befreie uns. Vom Hass und von der Missachtung der Würde der Kinder Gottes. Befreie uns. Von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, nationalen und internationalen Leben. Befreie uns. Von leichtfertiger Übertretung der Gebote Gottes. Befreie uns. Vom Versuch, in den Herzen der Menschen sogar die Wahrheit von Gott zu ersticken. Befreie uns. Von den Sünden gegen den Heiligen Geist. Befreie uns. Befreie uns. Höre, Mutter Christi, diesen Hilfeschrei, in welchem das Leid aller Menschen zu dir ruft, das Leid ganzer Völker. Hilf uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, alle Sünden zu besiegen, die Sünde der Menschen, die Sünde in jeder Form. Noch einmal zeige sich in der Geschichte der Welt die Unendlichkeitskraft der Erlösung, die Macht der erbarmenden Liebe, dass sie dem Bösen Einhalt gebiete, dass sie die Gewissen wandle. In deinem unbefleckten Herzen offenbare sich allen das Licht der Hoffnung. Amen.